Wir sind auf der Suche nach Abenteuer. Das wollen wir im Balkan finden. Ob uns das gelingt? Seit Monaten träumen wir von einsamen Schotterwegen in den rauen Bergen. Wir wollen das Zelt wieder unter dem Sternenhimmel aufschlagen, wollen Pläne schmieden, sie wieder verwerfen und spontane Einladungen annehmen. Wollen uns körperlich fordern, die Komfortzone verlassen, vor lauter Erschöpfung morgens einfach liegen bleiben und Essen für mehrere Tage rationieren. Wir wollen fluchen. War das heute nicht aus? Lachen. Wie cool! Und verzweifeln. Macht mir nicht so viel Spaß, um ehrlich zu sein. Kurzum, wir sehnen uns nach einer abenteuerlichen Radreise. Und diesmal soll sie uns in 5 Wochen von Salzburg bis nach Montenegro führen. Schon auf unserer Weltreise durften wir in den Balkanländern einprägsame Erinnerungen sammeln. Eine Region, die noch etwas mehr Wildnis verspricht, wo es Berge, giftige Schlangen, Skorpione und Bären gibt. Und das Gravelbike mit leichtem Gepäck könnte uns dieser Wildnis ein Stückchen näher bringen. Als Orientierung dient uns diesmal die Route des Transbalkan Races. Das 1300 Kilometer lange Mountainbike-Rennen von Slowenien nach Montenegro ist aber kein Zuckerschlecken. Die Route führt durch geniale Landschaften und Nationalparks. Gleichzeitig bereiten uns die anscheinend erbarmungslosen Schotterpisten und rauen Bergpässe etwas Sorge. Ist unser Vorhaben eine Nummer zu groß für uns? Unsere Reise beginnt vor unserer Haustüre in Salzburg. Euphorie für die bevorstehenden Wochen kommt diesmal aber nicht auf, denn wir starten mit schweren Herzen in das neue Abenteuer. Seit einiger Zeit machen wir uns große Sorgen um ein Familienmitglied, was uns die Abfahrt immer weiter nach hinten verschieben ließ. Auch die starken Regenfälle der letzten Tage beeinflussen unseren Reiseplan, denn die schweren Überschwemmungen im Süden Österreichs und Sloweniens sind nicht ungefährlich. Wir sind mit gemischten Gefühlen gestartet, aber jetzt sind wir schon sehr froh und wir freuen uns einfach extrem auf das, was kommt. Ja, dass wir wieder unterwegs sind. Wir sind jetzt auf dem Alpe Adria Radweg und zwar ist es für uns die beste Möglichkeit, möglichst schnell nach Süden zu kommen, um dann uns am Balkan wirklich Zeit zu lassen. Wir fahren jetzt zur Tauernschleuse, da fahren wir dann mit dem Zug durch und dann geht es einmal nur mehr bergab bis Villach. Der Alpe Adria Radweg entpuppt sich als idealer Einstieg für unser Vorhaben. Der beliebte Radweg führt entlang wunderschöner Landschaften, ist perfekt ausgebaut und weil das Glück heute auf unserer Seite ist, haben wir auch noch... Hat man Tavisio, die Grenze zu Italien, erreicht, geht es quasi nur mehr bergab und man rollt an den schroffen Gipfeln der Julischen Alpen vorbei. Wir fühlen uns ein bisschen wie auf einer Autobahn für Radfahrer, im positiven Sinne. Das ist zwar nicht ganz das, was man sich unter Gravel-Abenteuer vorstellt, aber als Südautobahn nehmen wir es gern. Der Weg führt eigentlich von Salzburg bis nach Grado ans Meer. Doch für uns ist in Udine der letzte Stopp, ehe wir Richtung Kroatien abbiegen. Ab jetzt gibt es keinen beschilderten Radweg mehr und wir müssen auf eigene Faust navigieren. Keine 200 Meter vom Alpe Adria Radweg entfernt und wir mitten im Abenteuer. Damit unsere Suche nach Abenteuer nicht als Albtraum endet, müssen wir unsere Fähigkeiten in Sachen Routenplanung noch etwas schärfen. Schließlich haben wir keine Mountainbikes und wenn der Untergrund zu ruppig wird, wird es schnell frustrierend. Also der erste Teil der heutigen Strecken, der ist jetzt nicht unbedingt
zum Empfehlen mit dem Gravelbike. Ist ganz schön grob und vor allem ist neben uns die Autobahn. Ist recht laut. Ich habe jetzt die Route nicht ganz im Kopf, also ich hoffe, dass wir zumindest mal von der Autobahn ein wenig wegkommen. Und dass der Weg vielleicht auch ein bisschen breiter und mehr Schotter dann wird. Weil wie gesagt, da jetzt ist es relativ grob zum Fahren. Für die ersten 7 Kilometer des Tages brauchen wir eine ganze Stunde. Es muss eine Planänderung her, schließlich haben wir für heute Abend, 100 Kilometer weiter in Rijeka, ein Zimmer gebucht. Wir werfen einen Blick auf Komoot und aktivieren die Kartenebene für Fahrrad. Ganz in unserer Nähe ist ein Radweg eingezeichnet und die Highlights entlang der Strecke sehen vielversprechend aus. Und das war die beste Entscheidung. Der Tag beginnt in Italien, führt uns durch wunderschöne Landschaften bis nach Slowenien. Slowenien liefert wieder mal richtig ab. Da haben wir feine Schotterpisten, nichts los, traumhafte Natur. Boah. Zum Graveln ist Slowenien schon wirklich ein guter Tipp. Abwechselnd auf Schotter und Asphalt fahren wir durch Wälder und kleine Dörfer mit Weingärten und rustikalen Fassaden, bis wir die Grenze zu Kroatien erreichen. Am nächsten Tag verlassen wir die Stadt Rijeka über die steilen Berge und erreichen nun zum ersten Mal die Route des Transbalkan Races. Jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir die ersten Meter auf der Route vom Transbalkan Race. Und wirklich, es hat keine 200 Meter gedauert, bin ich abgestiegen und geschoben. Mal schauen, wie das weitergeht. Wenige Meter später muss sogar Reini, der so gut wie nie vom Fahrrad absteigt, erstmal schieben. Kommt aber nicht ins Video. Prägt euch das Bild ganz genau ein. Kommt nicht oft vor. Aber es passiert. Je weiter wir der Route folgen, desto unwegsamer wird das Gelände. Sind wir hier wirklich richtig? Irgendwann stecken wir mitten im Gebüsch und ohne Navigationsgerät hätten wir hier schon längst die Orientierung verloren. Das macht mir jetzt viel Spaß, um ehrlich zu sein. Wir haben jetzt, glaube ich, 5 Kilometer oder einen Knopf. Sowas. Ja, ungefähr, ja. Jetzt sind wir durch die hohen Streicher durch. Ich schaue aus, meine ganzen Unterschenkel sind komplett zerkratzt. Nein, also wenn das Transbalkan, die Route von dem Rennen, wenn die so ausschaut, dann wären wir keine Freund. Aber war ja erst der Anfang. Schauen wir, wie es morgen weitergeht. Nach diesem wilden Abschnitt entscheiden wir uns dazu, die Route vorerst wieder zu verlassen und uns abends in Ruhe Gedanken zu machen, wie es weitergehen soll. Ganz so einfach wollen wir uns natürlich nicht geschlagen geben. Und Spaghetti brechen darf man nur auf Radreise. Sonst ist es streng verboten.
kalte Nacht heute. Untertags 30 Grad und in der Nacht, ich weiß nicht, 5 Grad? Keine Ahnung. Und dann war es kalt. Und dann ist es so schwer, dass man aufkommt. Vor einer Stunde wollte man eigentlich aufstehen, weil es eben so heiß wird. Hilft es nichts. Hätten wir in der Früh schon geahnt, welche Landschaft uns heute erwartet, wären wir vermutlich leichter aufgestanden. Wir haben nämlich beschlossen, dem Transbalkan Race nochmal eine Chance zu geben. Und im Gegensatz zum gestrigen Tag ist die Routenführung heute genau das, was wir von Anfang an gesucht haben. Der Sonnenuntergang war gestern extrem schön, aber so richtig gut geschlafen habe ich nicht. Ach, irgendwie so im Bärengebiet und neben uns waren lauter Wildtierspuren. Ja, ich weiß nicht. Da wäre ein sehr seichten Schlaf. Ich hoffe, es reicht die Energie aus für den heutigen Tag. Wir stehen nämlich vor den Toren des Velebit Nationalparks, beziehungsweise fahren gerade auf den Velebit rauf. Kroatiens höchste und größte Gebirgskette. Naja, das ist steil. Das erinnert mich ein bisschen an den Schwarzwald. Heute ist eine Traumroute und das erste Stück sind wir heute relativ steil auf Asphaltberg aufgefahren und jetzt sind wir auf einer Schotterstraße. Wieder mal mit Blick aufs Meer, da hinten sieht man die Insel Krück, da drüben ist Raab. Ah, ist echt traumhaft. Das Einzige, was es ein bisschen schwieriger heute macht, sind die Bohrerwinde. Die kommen immer wieder in Böen relativ stark daher, dass die fast vom Radl runterbläst. Aber ja, wie gesagt, es ist einfach rundum gerade mega herrlich. Da hinter mir die Schotterstraße, da unten das Meer, da hinten die Berge mit dem Wald. Ah, könnte nicht besser sein. In diesem Moment sind wir nicht mehr auf der Suche nach Abenteuer, denn wir haben alles gefunden, was wir uns erträumten. Nachdem wir da in einem Karstgebirge unterwegs sind, im Velebit Nationalpark, ist es da gar nicht so einfach, dass man Wasser kriegt. Ich meine, natürlich, es kommen immer wieder heißer und da haben wir auch schon zum Teil jetzt Wasser gekriegt, aber so wie im Moment jetzt, sind wir ein bisschen mehr in der Wildnis, da wird es dann schwieriger. Und wir haben auf der Karte eine Quelle einzeichnet gesehen. Jetzt sind wir von unserer Route ein bisschen weggefahren. Da sind dann ein paar Leute bei einer Berghütte jetzt gesessen und haben schon gesagt, da unten ist eine Quelle. Und ja, da sind wir jetzt hin und da ist jetzt frisches Wasser rausgekommen. Und wie es in Kroatien so üblich ist, soll es bei Wasser nicht bleiben. Ganze 2 Stunden verbringen wir mit ihnen. Wo wir jetzt Wasser geholt haben bei der Hütte, sind wir natürlich erst zum Schnaps eingeladen worden. Und wir wären auch fast dort geblieben, nur da sind dann nur Freunde dazu gekommen und irgendwie haben wir uns ein bisschen nicht ganz so viel am Platz haben wir uns gesagt. Ja, genau. Obwohl uns die 100 Mal gesagt haben, wir sollen bleiben, aber irgendwie wollten wir halt so ein bisschen einer Wiedersehen nicht zerstören. Also fahren wir noch 15 Kilometer weiter zur nächsten Hütte und da haben wir jetzt den Ausblick entdeckt. Bei Abendlicht, Abendsonne, der Wahnsinn. So friedlich, gell? Es ist 20 nach 7 und wir
zählen die letzten Meter, die letzten Höhenmeter, bis wir hoffentlich bei der nächsten Hütte ankommen. Schauen wir mal, ob da schon jemand da ist oder ob wir die für uns alleine haben. Vermutlich nicht. Morgen ist nämlich großer Feiertag, sind viele unterwegs. Aber da im Bärengebiet sind wir schon froh, wenn es einen Unterschlupf gibt. Fingers crossed. Die Hütte scheint menschenleer zu sein. Ob die Türen offen sind und wenn nicht, gibt es eine Notschlafstelle? Oh no! Arthur? Die große Hütte ist versperrt, aber ein paar Meter weiter steht noch eine kleine Hütte am Waldesrand. Ist das ein offenes Shelter, von denen es hier einige geben soll? Hallo? Wie cool! Mega! Vier Betten mit Pressspannplatte auf so einem Metallgestell. Sogar mit Fenster zum Lüften, einen Ofen zum Einheizen, einen Sessel zum Hinsetzen. Also ich würde sagen, wenn wir da unsere Isomatten drauflegen, dann schlafen wir da richtig gut. Wow, perfekt. Mega. Oh, das ist gerade so cool. Weißt du, was mich das jetzt erinnert? Was denn? An Finnland, wo wir am Blumsklo geschlafen haben wegen den Bären. Das ist jetzt ein Upgrade. Ja, das ist wirklich ein Upgrade. Mit Ofen sogar. Ja, mit Ofen. Ich glaube, das ist die Dusche oder die Umkleide vielleicht. Jetzt haben wir da echt so das Traumplätzchen gefunden. Und zwar eben auch mit so einer Hütte, wo man drinnen schlafen kann. Aber hinter der Hütte, da liegt wieder mal ganz viel Klopapier, Feuchttücher. Also da hinten haben die Leute hinpfeifert. Wir haben das in Norwegen auf den Lofoten ja auch schon mal gehabt. Und das ist echt so furchtbar. Es wird einfach vom Nationalpark oder vom Alpenverein in Kroatien sowas zur Verfügung gestellt und dann die Leute hinter die Hütten hin. Das ist echt so sinnlos. Die große Hütte, dafür braucht man ja einen Schlüssel. Die ist von der kroatischen Alpenverein. Da haben, glaube ich, 40 Personen Platz, aber man braucht, wie gesagt, einen Schlüssel, den haben wir nicht. Die Hütte da hinten, das ist wirklich so ein Notschelter für Wanderer etc., die da vorbeikommen. Oder wie für uns zum Beispiel. Und das Angebot ist mega, dass wir da jetzt einfach unangemeldet auftauchen können und in einer Hütte übernachten können. Wasser gibt es hier allerdings nicht. Doch unseren 6 Liter Wassersack haben wir bei der vorherigen Quelle aufgefüllt und haben nun ausreichend Wasser für Kochen und Waschen zur Verfügung. Klebrig in den Schlafsack zu kriechen, finden wir nämlich gar nicht gut. Mittlerweile haben wir einen guten Mix aus der Route des Transbalkan Races und unserer eigenen Planung mit Komoot gefunden. Wenn du dich für unsere Route interessierst, dann findest du den Link zu den GPX-Daten in der Videobeschreibung. Nach 2 Pausentagen in Gospic geht es für uns jetzt weiter. Da hinten hat sie hoffentlich ein bisschen holen können in der Zeit. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir die 2 Tage gebraucht haben. Und wir fahren jetzt nur ein bisschen der kroatischen Grenze, also kroatischen-bosnischen Grenze entlang. Und dann geht es für uns über die Berge nach Bosnien und Herzegowina. Mitten in die Naturparke rein, da freuen wir uns. Aber haben wir ein bisschen Respekt vor den groben Schotterstraßen.
Und als wir so gedankenverloren durch das kroatische Hinterland Richtung Süden rollen, machen wir hinter der nächsten Kurve eine unerwartete Begegnung, die uns noch viele Tage beschäftigen wird. Haben wir das gerade richtig gesehen? Kommen uns hier zwei bepackte Esel entgegen? Wir bleiben stehen und wissen gar nicht, welche Frage wir zuerst stellen sollen, um diesen ungewöhnlichen Anblick besser zu verstehen. Ein paar stotternde Fragen und unglaubliche Antworten später bekommen wir den Mund vor lauter Staunen nicht mehr zu. Michael und Cindy wandern seit 3 Jahren mit 2 Eseln und einer Hündin durch Europa. Dabei kannten sie sich zu Beginn noch gar nicht. Jeder begann eine Solo-Eselreise und erster Zufall sollte die beiden zusammenbringen. Seither sind sowohl Mensch als auch Tier dieser ungewöhnlichen Reisetruppe unzertrennlich. Ist das nicht eine verrückt schöne Geschichte? Während wir 1 Stunde am Straßenrand stehen und Geschichten austauschen, wird die Situation immer noch spannender. Wie aus dem Nichts taucht ein Hirte mit hunderten Schafen auf und bahnt sich seinen Weg an uns vorbei. Plötzlich finden wir uns umgeben von Schafen, Hunden und 2 bepackten Eseln wieder. Diesmal hat das Abenteuer wohl eher uns gefunden. Den restlichen Tag radeln wir in Gedanken versunken weiter. Die Begegnung mit Cindy und Michael hat uns tief berührt und auf eine gewisse Weise auch fasziniert. Sollten wir das Eselwandern auch mal ausprobieren? Wäre diese Art des Reisens etwas für uns? Aber noch sitzen wir auf unseren Drahteseln und folgen der Route auf unserem Sigma-Navigationsgerät. Und noch bevor wir die Eselfrage für uns beantworten können, wartet schon das nächste ungewöhnliche Erlebnis auf uns. Heute wollten wir unser Camp an so einem kleinen See direkt an der Straße aufschlagen. Und jetzt sind wir bis zu dem See hingefahren. Und der See hat sich eher als so Tümpel entpuppt, wo die Schafe dann trinken können. Und da ist er hergesessen. Der hat uns jetzt auf Kroatisch zu erklären versucht. Oder wir haben ihn zuerst gefragt, ob wir da campen dürfen. Und dann hat er uns halt auf Kroatisch versucht zu erklären, dass wir da aufgehen sollen, weil da oben ist ein Hochstand und er meint, in dem können wir schlafen. Ich glaube, wir werden das heute probieren. Ah ja, und einen Wachhund haben wir auch wieder mal dabei. Das letzte Mal, wo wir so einen Wachhund gehabt haben, haben wir danach Flay gehabt. Eine Nacht in einem Hochsitz verbringen? Die Aussicht haben wir noch gute. Diese Einladung können wir unmöglich ablehnen. Ja. Ja, und ich glaube, wenn wir dann da unten liegen, weil jetzt geht ein bisschen der Wind. Dann haben wir keinen Wind mehr. Ja, im Moment geht gerade der Wind und wenn wir uns dann da unten hinlegen, dann ist sicher fein. Und die Aussicht, hä? Ja, ist schon mega. Wir beginnen, uns etwa 4 Meter über dem Boden einzurichten. Stühle und Tisch auf die Seite gerückt und schon haben wir gerade noch Platz genug für unsere Isomatten. Das Abenteuer scheint uns ab jetzt nicht mehr gehen zu lassen. Wie es weitergeht, zeigen wir euch im nächsten Video. Allein wegen solchen Ausblicken hat es sich schon ausgezahlt, die Reise wieder anzutreten.